Ihr erwacht. Nicht am nächsten Tag. Die Sonne geht nicht auf. Wenn ihr nach draußen kommt, starrt ihr auf einen Horizont, der von immer noch von der Nacht eingefärbt ist, schwarz. Er stinkt aber nicht mehr nach Blut. Auch der Ozean ist nicht mehr rot. Er ist nicht mal schwarz. Er ist durchsichtig. Er ist transparent. Ihr seht zwar noch eine Oberfläche des Wassers, aber darunter könnt ihr nur noch Sterne sehen. Als würdet ihr, wenn ihr eure Hand hineintaucht, hinter den Sphären verschwinden oder am Himmel auftauchen. Es gibt ein luminöses Leuchten von der Ostseite, wenn ihr direkt vom Hafen aus aufs offene Wasser blickt. Dort, wo irgendwo Port Zornbrecht liegen müsste, gelegen hat, die Ruinen, die auch über die vielen Meilen Entfernung aufgeleuchtet haben, das ist kein Feuersturm, das sind keine brennenden oder schwelenden Ruinen, das ist einfach nur ein lilanes Leuchten, was von dort ausgeht. Ansonsten ist es brüllend heiß. Keine Sonne scheint, aber es ist warm. Es gibt sonst keine Geräusche vom Wasser, kein Schlagen der Wellen. Der Ozean ist ruhig. Und so könnt ihr euch verunsichert umblicken, wenn ihr dann nach und nach erwacht, ohne ein Licht der Sonne, sondern nur durch dieses lilane Licht am Leuchten. Wir schreiben den ersten namenlosen Tag. Ishyahadin. Ja, Sulamin erstreckt sich. Sie fühlt sich nicht wirklich erholt. Und als sie dieses Licht auf den im Holzboden ihrer Kajüte sieht, zieht sie sich nur ganz schnell an und geht nach draußen an Deck, um über das Meer zu schauen. Und trifft da wahrscheinlich auch einige andere von der Mannschaft. Signorina, buenos dias. Dann hat es also begonnen. Das hat es. Hier das Fernrohr von Ratar al-Sanin und schaue in Richtung dieses roten Scheins. Aber hoffentlich ist es noch zu weit weg, dass man was erkennen kann. Ja, es ist nur ein fahles Leuchten. Das einzige Leuchten, was es irgendwie gibt. Abgesehen von den Sternen, die auf der Wasseroberfläche nach oben scheinen, aber wirklich Licht spenden tun sie nicht. Nun, zumindest gibt es kein Heulen von Dämonen. Ich möchte es nicht herbei bereden, aber wir haben schon ganz anders in diese Tage gestartet. Ja? Ist Mitternacht schon um? Mein Bankkreis ist gerade in Brand aufgegangen. Ja, Mitternacht ist um. Ja, Seht euch die See an. 12 Mal verflucht. Ich war nicht fertig. Ich glaube, wir müssen nicht auf etwas warten wie einen Sonnenaufgang. Ich denke, wenn wir alle aufgewacht sind oder noch nicht, dann lassen wir und die restlichen Mannschaften aufwecken. Klar sind wir und dann sollten wir auf unsere Schiffe und aufbrechen. Was auch immer dort hinten kommt, es wird nicht auf uns warten. Und dann sollten wir in der Tat möglichst schnell aufbrechen. Ich versuche, diese Sterne da im Wasser zu erkennen. Sind das Sternbilder, die man kennt, oder es ähneln die Punkte in der Tiefe nur Sternen? Das ist schwierig jetzt hier auszumachen, weil das so viele sind und du so ja, nah dran bist, aber du kannst gerne mal auf Sternenkunde würfeln. Du hast eher das Gefühl, dass es leuchtende Punkte sind. Ob das jetzt Sterne sind, gut, klar, unten unter Aventurien wird es keine Sterne geben. Ob das eine Spiegelung von dort oben nach hier unten ist, vermutest du auch nicht. Du glaubst, es sind einfach nur irgendwelche hellen Punkte, die so etwas andeuten sollen. Es ist zwar ganz gut, dass das blutige, fleischige Wasser jetzt verschwunden ist und auch dieser Gestank davon eben verschwunden ist, aber naja,
das war zumindest erwartbar, eine milchig, trübe oder grüne Suppe. Es ist zumindest Wasser, auch wenn es irgendwie blutig ist oder verfärbt oder stinkt, aber es wäre Wasser. Das hier ist einfach nur transparent und bodenlos. Es sind keine echten Sterne, sagt Sulamin mehr zu sich selbst. Nein, das sind nicht die Sterne des Herrn Fex. Gut, dann wecken wir alle. Ich muss noch kurz mit Abelmir reden. Oh, der ist... Kommt gerade an Deck irgendwie, ist völlig verschwitzt und ist übernächtig, als hätte er nicht richtig geschlafen. Warum sind die Sternbilder schon wieder schief? Ja, habt ihr auch so schlecht geschlafen? Geschlafen? Ja, was man so schlafen nennt. Ich glaube, das seid ihr der Einzige. Ich war zugegebenermaßen etwas zu nervös, um zu schlafen. Und so habe ich der guten Sulamin noch ein Angebot unterbreitet. Was für ein seltsames Licht am Horizont. Midas hat angeboten, uns einen Glückssegen mit auf den Weg zu geben und auch uns selbst zu begleiten. Er bittet darum, dass wir alle irgendetwas Persönliches an den Herrn Fex spenden, damit er auf uns herablächeln möge. Etwas Persönliches? Ja. Nun, Herr Fex schätzt diese Art der Gesten und Mappelmir, ihr wisst ja, alles hat seinen Preis. Bei Fex wohl wahr. Ich würde ihn nicht anpissen, wenn er im Brand stände. Abelmir, warum würdet ihr ihn anpissen sollen? Ich bin schockiert. Das war Serpentilio, soweit ich weiß. Ich würde so etwas gerne ketzerisch rede niemals im Mund führen. Nun, ach so, ihr meintet den Herrn Fex? Oh? Ich meinte eher euch. Mich? Was habe ich euch jemals getan, mein Freund? Noch nichts. Nun, dann solltet ihr darauf achten, dass es auch so bleibt, nicht wahr? Ihr könnt hören, wie eine Glocke geschlagen wird. Dämonen im Wasser! Dämonen! Nun, Schwarzmagier, dann zeigt mal, was ihr könnt. Ja, sicher doch. Dann wird Ausschau gehalten. Ja, du blickst in die schwarze Finsternis, beziehungsweise in diese Transparenz. Eine Oberfläche gibt es, ansonsten nichts anderes. Und wartest, dass irgendwas auf euch zugeschwommen kommt. Versuchst zu spüren, aber da ist nichts. Du blickst nochmal zurück zu dem Ausguck, der dort oben am Turm steht. Du siehst, wie er dort immer noch verrückt anschlägt. Immer und immer wieder hörst du dieses Geglocke. Es wird lauter und lauter und lauter. Dämonen! Ich sehe so zu, Damien schüttelt mit dem Kopf. Er holt ihn da runter. Ja, ich gebe den Befehl. Nun, so ist der erste namenlose Tag. Abelmir, was ich euch noch fragen wollte. Verfügt ihr über den wahren Namen von dem schwarzen Schwert? Ich hoffe nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, das ist. Und nicht gerade. Korab hat den aufgeschrieben. Es gibt keinen Grund, dass du ihn nicht haben solltest. Okay, dann ja. Ja. Ich musste den ja aufschreiben, damit Yalan die Gehirnnull für den auch noch reingekriegt hat. Gut, dann. Was verspricht ihr euch davon? Raphim hatte den wahnsinnigen Plan als letzte Möglichkeit, mit dem Schwert einer der kleinen Dämonenarchen. Nun, unter Kontrolle zu bringen. Es ist nicht mein bevorzugter Plan, aber es wäre eine Möglichkeit. Wer den Namen hat, beherrscht das Schwert. Wer das Schwert hat, kann die Archen beherrschen. Ihr müsst das Schwert dazu tragen, es berühren. Es wird versuchen, euch zu kontrollieren, euch zu zwingen, euch zu knechten. Während die Glocke oben im Turm aufgehört hat, könnt ihr jetzt hören, wie Glas splittert, eine Person aus dem zweiten Stock nach unten stürzt und ihr dann ein nomadisches Gesicht dort oben am Fenster erkennen könnt. Du räudiger Hund, einer! Du räudiger Hund! Wir müssen los. Ja. Wir können unterwegs noch darüber reden, Abelmir. Ja.
Und ich versuche die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Ich hole die Tränke aus dem Labor. Dann versammelt euch bitte in der Kapelle, sobald ihr alle Zeit findet, und gebt mir den entsprechenden Gegenstand. Ich habe mir aufgrund des Andenkens bereits die Freiheit genommen, auch etwas aus Rafims Kajüte zu nehmen. Auch wenn er nicht mehr da ist, sollte er doch trotzdem nun weiterhin Teil des Rituals sein. Ich empfand es als angemessen. Ich hoffe, niemand ist dagegen. Hör zu, Lamin, wenn du reintrittst in Richtung dieses Hauses, der Mann, der da runtergestürzt ist, liegt tot unten, irgendwie sein Schädel kaputt. Wenn du reinkommst, kannst du sehen, dass wohl im Inneren eine Rauferei oder eine Schlägerei ausgebrochen ist zwischen den verschiedenen Novadis. Es sind alles Novadis, wohl die Leute von El Abra und Ben Hakir. Aber noch bevor du eingreifst, kannst du erkennen, wie in der Mitte des Raumes ein Geisterkapitän steht, der jetzt seine Hände ausgebreitet hat. Er hat schon wohl ausgeführt, irgendeine Rede gehalten. Ihr Söhne Rashtulas, ihr bringt Schande über unsere Häuser. Reißt euch ein letztes Mal zusammen, segelt gemeinsam unter der Flagge von den Helden. Unter einer gemeinsamen Flagge. Danach könnt ihr euch wieder an den Tagen der Rache bekriegen. Reißt euch zusammen. Lamin sieht ihn massiv irritiert an und meint dann: Ich sehe, ihr habt das im Griff. Ich werde mich um meine Glaubensgenossen kümmern. Ja, du siehst, wie sich El Hakir umdreht. Ben Hakir und El Abra sehen sich immer noch unglaublich erzürnt an, aber stecken ihre Säbel wieder beiseite. Und ja, die ein oder anderen zerbrochenen, das zerbrochene Mobiliar wird wieder aufgerichtet. Und die ersten novadischen Seeleute gehen dann in Richtung ihrer Talukken. Ja, dann wäre jetzt wohl der Moment für die Rede, oder? Ja, im Prinzip schon. Ihr könnt euch dann nach und nach versammeln. Leute werden geweckt. Das Glasen, also das Wecken der Leute geht eben über all die Schiffe und die verbliebenen Tavernen, Kontore, all das, was ihr noch aufzubieten habt. Die Helden, die Flüchtlinge bemannen ihre Schiffe. All diejenigen, die eben nicht zurückbleiben, sondern in den Kampf wollen. Und nach sicherlich einer halben Stunde könnt ihr dann dort versammelt auf dem gewaltigen Steg stehen, der jetzt gebaut worden ist, damit all eure Schiffe Platz haben und sich niemand streiten muss. Und neben den anderen Kapitänen kannst du dort stehen und dir wurde auch eine Kiste gebracht, auf die du dich stellen kannst, damit dich jeder sieht. Und lauschen dir die Leute. Ich habe vor dem Schluss noch eine klitzekleine Sonderfertigkeit gekauft. Ich weiß nicht, ob sie während der namenlosen Tage funktionieren wird, denn sie erfordert eine Liturgiekenntnisprobe. Und zwar heißt diese Sonderfertigkeit Aura der Heiligkeit. Wir haben das vor langer Zeit mal bei Alwuin gesehen. Und das ist etwas, was hochstufige Geweihte lernen können. Also sie verströmen quasi die Ausstrahlung ihrer Gottheit. Ja, also generell. Der Heiligkeit eben. Genau, generell sind alle Liturgieproben um 7 Punkte erschwert in den namenlosen Tagen. Du darfst aber selbstverständlich darauf würfeln, um versuchen, deine Aura auszulösen. Das sieht gut aus. Mit deinen Liturgiekenntnispunkten sollte das auch kein Problem sein, sodass du nach und nach anfängst zu leuchten. Es ist nicht nur ein Leuchten, es ist auch ein Geruch, der von dir ausgeht, ein Geruch nach Rosen. Und man kann sogar fast leise Trommeln hören, während man dir zuhört. Ihr Söhne und Töchter Aventuriens, in euren Augen sehe ich die gleiche Furcht, die auch mich verzagen ließe, wenn Raja nicht bei mir wäre. In den namenlosen Tagen erscheinen die Götter fern,
doch sie sind niemals fern. Vor uns erstreckt sich das Meer der Finsternis. Doch ich sage euch, fürchtet nicht die Dunkelheit. Das Böse erscheint immer übermächtig, denn es kann sich verschwenden. Es ist ihm gleich, wie viele seiner Soldaten sterben, denn ein Leben ist ihm nicht mehr wert als ein Pfeil, den man verschießt, um sein Ziel zu treffen. Und darum kennen seine Soldaten auch keine Treue, denn sie wissen, dass sie entbehrlich sind. Die Flotte des Feindes ist groß, doch wir müssen nicht jedes seiner Schiffe versenken, denn das Meer der Finsternis ist kein Ort für die Lebenden. Und wenn Paligans Anhänger den Wahnsinn seines Vorhabens erkennen, werden sie fliehen oder sich gegen ihn wenden. Bis auf die wenigen, die so verdorben sind wie er selbst. Wir aber, wir werden kämpfen, weil wir wissen, dass es kein Entkommen gibt. Wenn wir versagen, wird es keinen Ort mehr geben, an dem man fliehen könnte. Wenn wir versagen, wird dies das Ende der Welt sein. Darum sind wir hier. Darum haben wir uns dafür entschieden, unser Leben in die Waagschale zu werfen und uns der Finsternis entgegenzustellen. Die Götter können uns diese Aufgabe nicht abnehmen, aber sie sind auf unserer Seite und werden uns nicht im Stich lassen. Wir werden dafür sorgen, dass alles gut wird. Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Für alles Schöne in der Welt. Für jene, die wir lieben. Haltet stand und verschafft uns die Zeit, das Übel bei der Wurzel zu packen. Auf dass die Finsternis weiche und ein neuer Morgen anbricht. Es gibt zunächst ein langes, betretenes Schweigen. Einige Leute nicken dann ermutigt. Andere scheinen überlegen zu klatschen. Und am Ende... Am Ende gibt es Rufe. Ei! 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 Zu den Schiffen! Ihr könnt erkennen, wie all die Matrosen zu den Schiffen aufbrechen. Leinen werden gelöst, Segel werden gesetzt. Da ist kein Wind. Aber trotzdem seht ihr, wie sich die Schiffe bewegen. Es ist brüllend heiß. Der Schweiß läuft euch ins Gesicht. Und während ihr selbst auf die Aviander geht, könnt ihr erkennen, wie Boltax alleine am Steg stehen bleibt. So dass ihr noch einmal gewahr werdet, dass ihr euch von ihm trennen wollt oder müsst. Ich würde Boltax vor dem Abschied nochmal umarmen. Wir sehen uns dann auf der Plagenbringer. Ganz genau. Macht's gut und passt auf das Schiff von Angroschminia auf. Und wie du stirbst vorher. Als ob, habe mir. Ihr doch auch nicht. Ich nehme dich beim Wort. Darauf kannst du dich verlassen. Sterben werde ich schon nicht. Aber ihr passt auch auf euch auf, okay? Ihr habt keine Djinns, die euch schützen. Naja, ich versuche es. Ich hoffe, Serpentilio hat genug von seinen Dämonen beschworen. Das ist der Hauptgrund, wieso ich auf das andere Schiff gegangen bin. Ich glaube, es würde nicht gut miteinander harmonieren, wenn der Kampf erst beginnt. Nun, mit deinen Djinn bist du auf der Sulman al-Nasuri am besten aufgehoben. Ja. Aber unsere Trennung soll nicht von langer Dauer sein. Nein, wir werden uns ja auf der Plagenbringer wiedersehen. Also...
Jetzt macht euch keine Sorgen, das wird schon alles gut. Hm? Ja. Und alles wird gut werden. Zur Not haben wir ja noch die Dämonenarche in der Hinterhand. Und ich habe meinen Schnabel mir. Also, ich bin auch nicht ganz alleine auf dem Schiff. Weißt du, was ich glaube? Dieser verdammte Vogel wird uns alle überleben. Nun, das kann gut sein. Er ist ein gutes Tier. Du wolltest ihn ja damals nicht haben. Ein Glücksfall für mich. Ja, ich bin nur nicht glücklich über den Namen. Naja, wenn wir das alle überleben, darfst du ihn gerne einen anderen geben. Das nehme ich ja an, diese Herausforderung. Macht's gut. Wir sehen uns dann in 1, 2, vielleicht 3 Stunden Gläsern. Und dann werden wir feiern, dass wir Palygan und Murudal bezwungen haben. Und das Ritual gestört ist und dass dieses schändliche Wesen niemals die Sphären in dieser Art und Weise vernichtet. Auf dann! Auf dann! Ja, und damit würde ich mich in Richtung der Sulman auf den Weg machen. Ja, die anderen können an Bord der Avianda gehen, wo ihr schon Haldan Rogel erkennen könnt, der, tja, einen großen Rucksack bei sich trägt. Vielleicht nicht gerade auf dem Rücken, aber er ist gewaltig. Ein großes Objekt, was wohl da reinpasst. Kubisch. Und daneben könnt ihr sehen Ronga. Ja, du Ronga, du musst wissen, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe bekommen. Ich trage etwas. Weil die haben mein Talent erkannt. Ich trage hier öfter Dinge. Müsst ihr wissen. Naja, es wird gefährlich, Rogel. Ja, das wird gefällt, das hab ich auch schon gehört. Ihr müsst wissen, ihr habt schon meine Fackeln angespitzt. Das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ein gutes Holz. Und dann laufe ich mit diesem Mann da vorne. Seht ihr den Mann da vorne mit dieser schwarzen Robe? Ja, mit dem da. Das ist wohl ein Herrn Abelmir. Und Herrn Abelmir ist wohl, ich weiß nicht so genau, was Herrn Abelmir macht, aber Herrn Abelmir scheint wohl irgendwie wichtig zu sein und ich muss etwas für ihn tragen, weil ich bin ja auch sehr wichtig. Ich würde auf Abelmir aufpassen. Ja. Man hat so seine Eigenarten. Ah, nein, wir werden schon noch gute Freunde. Also macht euch keine Sorgen. Ich weiß, mit der Robe, das ist natürlich auch nicht gut. Und Herr Prius wäre auch nicht stolz auf ihn, aber das kriegen wir schon hin, weil ich lese ihm einfach mal, was ist mein Prius-Buch vor. Ich habe das jetzt zu Hause liegen lassen, aber das können wir ja holen gehen. Rogel, das ist doch gar kein Problem. Ich habe hier noch ein Exemplar des Herrn Fex. Das kannst du ihm auch vorlesen, er freut sich bestimmt. Du darfst einfach nicht so sehr drüber nachdenken. Das Wichtige ist, wenn Abel mir anfängt nachzudenken, musst du vorsichtig sein. Ja. Also warte mal, lass mich mal eben dein Buch angucken. Also du merkst direkt, Haldan kann sehr schlecht lesen. Sehr schlecht lesen. Ja, also eine spannende Schrift, also ja. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Schau doch einmal hier. Das ist eine Bildergeschichte. Damit könntest du anfangen. Es ist der Sternenwurf. Ja, während sich die Helden der Mark dort versammelt haben, könnt ihr tatsächlich auf dem nächsten Schiff erkennen, was sich wohl gerade neben euch abgesetzt hat, die Belemann, wie euch der Baron Travigor milde zuwinkt, lächelt und seinen sturmfesten Mantel etwas enger um sich herum zieht. Euer Baron ist ebenso mit auf der Schlacht. Siehst du das? Das nimmt mir einen Stein von Herzen. Wir wissen, dass Travigor auch auf einem Schiff ist. Er hätte nach Hause gehen sollen. Das ist kein Ort für ihn. Nee, nicht. Ganz bestimmt nicht Travigor. Dieser Mann ist beeindruckend. Egal, was für eine Gefahr wir uns bisher entgegengestellt haben, er hat ihr mutig getrotzt. Manchmal wünschte ich hinter so viel Mut aufbringen wie er. Sehr optimistisch, dass er überlebt. Wollt ihr darauf wetten? Ich werde Tränen für ihn vergießen, bevor wir fertig sind. Der Herr Travigor, der ist ein wichtiger Mann, der kümmert sich um ein ganzes Dorf, der wird schon zurückkommen müssen. Travia wird ihn sicher behüten. Ja, richtig. Die Frau Travia, die kümmert sich um sowas. Dann wäre eine Wette ja quasi ein Reingewinn für euch, nicht wahr? Nee. Ich gebe euch eine gute Quote.
Ganz bestimmt nicht. Vergiss das mal lieber. Erstens machen wir beide keine Wetten mehr. Ich habe meine Lektion gelernt. Und zweitens werde ich sicher nicht auf Abigors Leben wetten. Sonst kommt noch irgendein Unglück über. Dafür will ich sicher nicht verantwortlich sein. Also wenn ihr möchtet, fangen wir auf dem Weg dahin noch ein paar Fische. Das ist ja mal eine gute Wette, wer den größten Fisch fängt. Das können wir auf dem Rückweg machen, nicht wahr? Eine Wette für den Rückweg abzuschließen, da wäre ich dabei. Seht ihr, das ist der Optimus, dann hat man sich auf, den ich haben möchte. Da hat man sich auf einen Rückweg zu freuen. Bonjour, Madame Capitana, ich war etwas verwirrt, aber mittlerweile kann ich doch einschätzen, woher dieser Moment kommt. Versteht ihr? Sagt man so? Was habt ihr begriffen? Es ist nicht so, ihr seht, dass es gibt aktuell noch keinen Wind. Unsere Segel sind nicht unbedingt voll gebläht. Oui? No. Es ist doch nicht so, dass wir, es ist eine, Strömung ist nicht das richtige Wort, es ist ein Sog. Wir befinden uns bereits auf einer Art Sog. Wir werden zur Schlacht zum Zentrum hingezogen. Sagt man so? Seht ihr die Schiffe? Sie alle fahren stromlinienförmig, zwar teilweise parallel versetzt zueinander, aber es sieht so aus wie einem weiten Bogen. Wie ein gewaltiger Strudel. Ein gewaltiger Strudel, der uns einzieht. Seht ihr? Ich glaube, dass wir werden noch Wind bekommen. Wir segeln normalerweise nicht an diesen 5 Tagen, aber wir werden Sturm und Wind bekommen. Darauf gebe ich euch mein Ochaswort. Aber das hier, das ist kein Wind, das ist keine Strömung, das ist ein Sog. Ich denke, das ist erst einmal gut. Natürlich wollen wir den Strudel nicht wirklich erreichen, aber wäre der Sog nicht, könnten wir uns gar nicht bewegen. Oui, das ist das ist natürlich etwas gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe nur, dass wir die Manövrierfähigkeit schnell genug zurückerlangen. Oui, ich versuche mich schon darauf einzustellen. Gerade wenn wir unser Steuerruder umschlagen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass wir müssen die Zeit, bis wir dorthin, nun laut den Schätzungen von Kapok, sind wir jetzt sicherlich 2 Stunden unterwegs. Vielleicht mehr. Und dann können wir mehr sehen. Ja, vielleicht können wir Rahandra anrufen, um uns in dieser Sache beizustehen. Aber ich glaube, es ist noch zu früh. Nun, ich wollte euch nur darüber informieren, weil es eine neue Situation ist. Und die anderen Kapitäne sind teilweise auch etwas überfordert. Zumindest ihre Steuermänner. Ihr habt mit mir den Besten. Oui? Ohne Frage. Oui, Madame. Also gut, ich wollte euch auch nicht weiter stören. Ihr habt sicherlich viele andere Sachen zu tun, aber... Nein, das war eine wichtige Information. Setzt mich in Kenntnis, wenn sich etwas verändert. Oui, Madame. Ich werde euch rufen lassen. Und so könnt ihr segeln in tiefer Schwärze. Unter euch der Sternhimmel, über euch die Sternleere. Und im Osten ein purpurnes Licht, was größer und größer wird. 2 Stunden vergehen. 3 Stunden vergehen. Dann seht ihr die ersten Aufbauten der Plagenbringer. Ihr könnt es bereits erkennen. Nun, wirklich Wind gibt es nicht. Keine Böen, die über das Meer peitschen. Kein Regen. Keine Wolken, aber der Himmel ist dunkel. Was ihr aus der Entfernung erkennen könnt, neben den Aufbauten der gewaltigen Arche, ist das schrille Kreischen von geflügelten Gestalten, die in einer gewaltigen Wolke auf euch zukommen. Und während ihr weiter auf das Zentrum zufahrt, gezogen werdet, könnt ihr viele weitere Schiffe ausmachen. Erst mit dem Fernrohr und dann mit dem bloßen Auge.
weitere Archen, viele weitere Archen und noch mehr Schiffe. Noch mehr Schiffe. Eine wirkliche Formation gibt es nicht. Viele in einem großen Pulk. Und dann könnt ihr tatsächlich erkennen, wie ja, der erste Wind von hinten hineinbläst. Wie das Meer, die Oberfläche, beginnt sich zu kräuseln. Und dann hört ihr es auch rauschen. Neben dem Schreien der Lederschwingen könnt ihr ein fernes Rauschen wahrnehmen, wie ein Sog, wie ein Abfluss. Ihr bekommt mehr und mehr Wind und dann ist dieses merkwürdige Phänomen zumindest verschwunden. Capitana? Ich würde erstmal kommandieren. Bogenschützen in Position. Ja? Capitana, ich bin mir nicht ganz sicher. Sollten wir abbrechen wollen, wir kommen nur schwerlich wieder zurück. Nun, navigieren in Richtung die Strudels ist möglich, aber ob wir zurück wieder nach Miramat kommen, ich bin mir nicht sicher, wenn das so bleibt. Ihr meint, dass der Strudel uns verschlingen könnte? Oui, ja, könnte uns verschlingen, das auf alle Fälle. Zumindest können wir ihn schwerlich wieder verlassen, wenn wir eine andere Richtung einschlagen. Wir können nur auf diesem großen Ritt, nun, auf den Bergen reiten. Ich muss darauf bitten, plädieren. Wir brauchen Wind, sonst können wir Miamat nicht wieder erreichen. Sollten wir so etwas wie eine Pause brauchen und die Kämpfe über Stunden lang gehen. Wenn ihr Wind wollt, werde ich mit Faramut sprechen. Jetzt? Nun, es macht uns das Navigieren einfacher. Das ist zwar, je mehr Wind wir bekommen, desto mehr werden die Matrosen angestrengt, aber ich und all die anderen, wir brauchen den Wind, sonst können wir unser Schiff nicht lenken. Und sollten die Rotzen anfangen zu schießen, müssen wir ausweichen können. Gut, ich kümmere mich darum. Unser Ziel ist die Plagenbringer. Und wir müssen an Bord kommen, bevor sie sich ins Innere, an den tiefsten Punkt dieses Strudels setzen kann. Ja, und dann laufe ich los, um mit Faramut Ibn Benayman, Efanora und wahrscheinlich auch Havulgar zu reden. Denn ich glaube, was wir hier brauchen, ist entweder die Liturgie Rondras Hochzeit oder einen Wettermagier. Wobei der Wettermagier aktuell wahrscheinlich bessere Erfolgsaussichten hat. Ich weiß, dass Abel mir solche Dinge kann, das heißt, den würde ich auch dazu holen und ihn erklären. Wir brauchen Wind. Wer fühlt sich berufen? Nun, das ist doch Aufgabe der Geweihten. Ich könnte Wind erschaffen, aber es kostet mich sehr viel Kraft. Wie viel Wind braucht ihr denn? Das kostet euch viel Kraft? Das wohl. Und uns auch. Götter wirken in den namenlosen Tagen. Wollt ihr mich verarschen, Abelmir? Könnt ihr es oder könnt ihr es nicht? Wir brauchen nicht zu viel und nicht zu wenig Wind. So viel, dass wir das Schiff gut navigieren können. Serpentilio, habt ihr eine Lösung? Ja, aber ich kann es nicht so genau dosieren, wie die Kapitania es möchte. Vor allem brauchen wir auch nun nicht den Wind in unseren Segeln, sondern in den von allen. Schaut euch doch um, wie viele Schiffe wir hier angeführt haben. Ja. Und Sulamin, ich kann euch entweder den Sturm beschwören oder gar nichts. Es tut mir leid. Währenddessen die Sulman al-Nasori ist von all diesen Sachen nicht beeinflusst. Und du kannst tatsächlich erkennen, Boltax, wenn du irgendwo dem Rafik stehst, wie ihr direkt ins Zentrum dieses Strudels einfahrt, so wie es eigentlich besprochen war. Die anderen fallen zurück. Zeigt sich mal wieder, was elementare Gewalten eine Macht haben. Das ist so. Dann werden wir die Speerspitze sein. Ich werde noch einmal unter Deck gehen und alles überprüfen. Ich habe mich mit Abemir auf Bord der Lagenbringer verabredet. Und ich muss noch einmal nach Schnabelmir schauen. Ja, während du
in Richtung der anderen blickst, kannst du wohl auch erkennen, wie sich andere euch angeschlossen haben. Es sind keine Schiffe, es sind Wesenheiten im Wasser. Du kannst die Haireiter von Kraka kennen, die immer mal wieder in diesem, sie sind ja nicht auf der Oberfläche, sondern unter der Oberfläche in diesem sternleeren Ding, was unter euch grassiert. Und dort kannst du tatsächlich die Haireiter im Limbus treiben sehen. Und etwas weiter entfernt den Blutrochenkönig Vautor. Auch er hat sich euch angeschlossen. Aber ihr seid bisher noch alleine. Die anderen kämpfen immer noch mit Wind. Dann ist Rafim also auch an unserer Seite. Naja, gewissermaßen. Im Geiste jedenfalls. Nun gut. Schnabelmir, was hältst du davon? Bist du bereit für einen letzten großen Ritt? Ja. Wir beide gegen den Rest der Welt. Nicht wahr? Nun gut, dann lass uns mal schauen. Es steht noch einiges zu tun an, bevor wir letztlich auf die Plagenbringer treffen. Ich sollte noch mal nach diesem Spiegel gucken. Meinst du, er ist das Gefährlichste hier an diesem Schiff, wenn der Spiegel in Mitleidenschaft gezogen wird? Oh, das könnte üble Folgen haben. Das wäre ein leichtes Angriffsziel für jeden, der sich uns nähern möchte. Beim anderen werden wir fertig, aber das... Komm, Schnabelmir, wir schauen einmal nach dem Spiegel. Scharnas Spiegel, der eure Artefakte und die Djinne unter Kontrolle hält. Während ihr euch jetzt gerade mit den Geweihten anfangt, so ein bisschen zu streiten, Abelmir, der seine Kraft nicht benutzen möchte und dann die Geweihten verweist, da könnt ihr erkennen, wie ein weiterer elementarer Meister auftaucht. Es ist der Meister des Windes, Kaukan, einer der 12. Und der tatsächlich nicht nur für euch, sondern für all die anderen Schiffe den ersehnten, erhofften und gebrauchten Wind bringt. Ihr könnt ihn spüren, wie er dann hinter euch auftaucht. Ihr könnt euch umschmeichelt fühlen, wie der Wind unter eurer Kleidung hindurchbläst, mit eurer heißen, schwitzigen Haut. Diese brutale Hitze, trotz dieses, es steht keine Sonne oben, aber trotzdem ist es brutal heiß. Und dieser Wind, Kaukan, wie er euch dann umschmeichelt, ist es einfach nur... Ah. Und dann ist da plötzlich der Wind in den Segeln. Passt auf, die Leinen! Zieht! Zieht! Wir haben wieder Wind! Oui, Madame, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber es ist vorzüglich. Damit kann ich arbeiten. Wir müssen direkt wieder in Formation. Formation! Luft! Und reißt das Segel hin und her, beziehungsweise Steuerrad hin und her, und ihr könnt dann aus dieser Formation ausbrechen, die ihr gar nicht haben wolltet, sondern die einnehmen, die euch eigentlich auf dem Reißbrett angedacht war. Wie seht ihr, Abelmir, man muss nur wissen, wie es geht. Habt ihr diesen Meister des Wundes angerufen? Bitte. Und dann gehe ich weg. Süden von euch könnt ihr jetzt die Trirem und die Birem hören, diejenigen, die noch da sind. Die grüne Manadi, das Flaggschiff von Kunchom, die Kaukatan, die ja auch nach dem Meister des Windes benannt worden ist. Die Kaiser Alrik, die Hafen von Ibonka, all die anderen, die Kaiser Perwal. Dachel von Farukan! Hat die überlebt? Ja, die Stadels, Ramsporn, Fluch der Wahrheit, Wille des Patriarchen. Okay. Die ist gesunken. Die Wille des gesunken. Patriarchen ist gesunken? Richtig. Ja. Korrekt. Das behaupten zumindest bösartige Zungen. Bösartige Zungen behaupten das, ja. Aber ihr könnt sie jetzt mittlerweile trommeln hören, wie sie dann aus den verschiedensten Teilen dann trommeln, ihre Ruder anspornen und dann noch die lauten Rufe. Rudert, ihr faulen Huren, rudert! Und auch die Segel, die in die Transparenz getaucht werden, und auch sie nehmen ihre Position ein. Ja, eben war die Stimmung gedrückt, von Wahnsinn getrübt. Jetzt, wo Kaukan aufgetaucht ist, könnt ihr Aufbruchstimmung erkennen, und eure Schiffe stieben in die Formation aufeinander zu. Was ihr erkennen könnt, ist, die Lederschwingen entfernen sich nicht von der Plagenbringer, sondern bleiben als große Wolke über dem Kopf der Plagenbringer, während auch die auf euch zurasen. Die Götter seien gepriesen. Das ist nicht der Wind der Niederhöllen.
Woher kommt der nur? Nun, ich würde auf Rafika und Boltax tippen. Hätten sie nicht Bescheid sagen können? Naja, was soll's. Ihr könnt erkennen, wie tatsächlich die Plagenbringer keine große Geschwindigkeit hat. Das war ja auch schon angekündigt. Aber die Formation wird komplett aufgelöst. Sie hatten sowieso nie eine, aber jetzt schieben auch die profanen Schiffe an der Dämonenarche vorbei und auch die Goldmorgen-Tarantel, die Knochenotter, nehmen jetzt Geschwindigkeit auf, lösen sich von dem großen Rumpf, von diesem Konglomerat, um das sich alle gebildet haben, die Plagenbringerin, die einfach zurückbleibt, zwar noch von den stöhnenden Seeschlangen gezuckt, getrieben werden, aber ja, nun rast man aufeinander zu mit vollster Geschwindigkeit, die man eben noch hat. Wir müssen nah genug heran, dass der Klang des Efferts-Horns bis zur Plagenbringer dringt. Und idealerweise noch eine der kleineren Archen in Reichweite ist. Aber dafür müssen wir durch die übrigen Schiffe hindurch. Wir sollten eine Keilformation ausbilden, wie beim Retterkampf. Und uns durchtragen lassen. Warum lasst ihr nicht die Kapitäne Kapitäne sein? Ja, Keilformation war ja tatsächlich auch abgesprochen. Genau, ich muss gerade mal schauen. Also die werden auch sowas wie eine Keilformation bilden. Aber vor allem seid ihr ja auch gar nicht in dem großen Hauptpulk. Der soll ja von den Talukken und alles, was irgendwie zweimastig ist, soll der gebildet werden. Während ihr, solltet ihr es denn wünschen, ihr könnt natürlich auch in den Hauptpulk mit rein. Zumindest sind alle anderen Heldenschiffe, die Seeadler von Beilung, ob ihr als Avianer mitkommt, weiß ich nicht. Aber die Sulman und auch die Jadwige von Hummergraben mit den Bornländern, die trauen sich das wohl auch zu und die werden die Formation in Richtung Strudelmitte anschlagen, um dann rumzureißen und von hinten zu kommen oder von einer der Flankenseiten. Wie wollt ihr es tun, Sulamin? Ich schaue gerade noch auf die Karte. Die wollen dicht am... Was? Sorry. Ja, jemand hat mich gerade hier rumgezogen. Okay. Wir müssen zur Plagenbringer. Wenn dicht am Strudel vorbei der Weg zur Plagenbringer ist, dann müssen wir wohl bei denen sein. Vor allem kommst du dann an den Haupttalucken vorbei, ne? Die sind halt das große Problem. Die anderen wollen ja nur, also die hier unten sind die Schiffe, die jagen dann mit ihren vollen Breitseiten gegen die Goldmorgen-Tarantel und gegen die Knochenotter. Es gibt natürlich hier noch andere kleinere Archen, das ist aber kaum der Rede wert. Die haben vielleicht ein paar. Aber es sieht doch eigentlich realistisch aus, hier vorbeizukommen, oder? Die werden dann ausfächern in die Richtung, schätzungsweise. Das ist zumindest der Weg von den Birem und Trirem. Euer Weg führte dann hier oben rum. Wenn ihr den wollt. Das entscheidest du. Right. Wo sind wir? Also aktuell habe ich euch hier oben hingetan. Ihr könnt in jedem Punkt mitfahren. Außenseite dauert ewig. Ja, aber mitten durch, die schießen uns kaputt. Wir sind ja alle dann da, wir sind ja nicht alleine. Das sind halt die Seefahrtsproben plus 18, wenn ihr die haben wollt. Also das hier ist plus 18. Er hätte den Marjolan mitgebracht. Der könnte das. Oder Rafim, also der könnte Diamantis das. Also Diamantis hat einen Meisterhandschwert. Ja. Alle tot. Was alle braucht tot. Man, was braucht man Seefahrtsproben, wenn man Jinne hat? Ich verstehe es nicht. Also Seefahrtsproben 18 wird unsere Mannschaft nicht schaffen. Ich könnte einfach einen Dämon rufen, der uns durch den Limbus bringt. Ja, da steht also nicht, dass das eine Größenbegrenzung hat. Also ich weiß nicht, ich finde es eigentlich hierum vernünftiger. Wenn wir mit den beiden kleinen Archen Probleme haben, können wir ja anfangen. Das dauert aber länger. Das dauert aber länger. Also ich bin für mittendurch. Und was ist das Problem daran, dass es länger dauert? Dass die Archen dann mehr Zeit haben, uns zu fressen. Das macht keinen Sinn. Die können uns erst fressen, wenn wir da sind. Die bewegen sich ja auch. Die bewegen sich auch schneller als ihr. Richtig. Nicht uns als einzelne Entität, sondern uns als Gesamtseite. Vor allem bekommt ihr hier, wenn ihr in diesem Pulk mitfahrt, bekommt ihr die volle Breitseite von den Profanen. Auf die wird ja gar nicht geschossen.
Die wollen ja gar nicht auf. Niemand will aktuell auf die profanen Schiffe schießen. Ob man da durchfährt, an denen dran vorbei, das ist eine ganz andere Entscheidung. Aber da kriegt ihr auch Entermanöver ab. Da bekommt ihr. Also, weil die profanen Schiffe schießen auf alles, was sie wollen, nur ihr wollt auf die, ihr wollt euer Feuer auf die Archen konzentrieren. Also ich bin viel Schwerelösung oben auf den Strudel lang. Ja, aber wer soll die Probe 18 schaffen? Wir gehen halt unter im Strudel. Da musst du damit die Gegner können. Ja, aber dafür haben wir. Abel mir mit Attributo. Ja, du kannst es auch. Meine ist blöd, aber das war ja im Grunde genommen die ganze Zeit der Deal. Sie ist diejenige, die dafür sorgt, dass das Schiff fährt. Und klar können wir da was mirakeln, ja? Ja, klar. Also, das ist jetzt deine Entscheidung. Bin schon gut damit, dass ich auf der Sohlmann bin. Da muss ich mir um das keine Gedanken machen. Ihr geht schon unter und ich überlebe. Ich bin schon tot, alles gut. Ja, so, also wenn ihr sagt, wenn wir in den anderen Pulks sind, bleiben wir in den profanen Schiffen stecken, ja gut, dann haben wir nicht viel andere Wahl. Das sind unsere doch auch. Wenn wir uns jetzt abspalten, dann können die sich auch einfach abspalten, dann hängen wir alleine in dem Pulk von profanen Schiffen drin und kommen da nicht raus. Was ist das denn für ein Argument? Nee, der Plan was du meinst, ist, ich meine, wenn wir hier sind und dann in den profanen Schiffen drin sind, dann ist es Quatsch und wir haben keine andere Wahl, als abends stundenlang zu fahren. Also du kannst dich auch den Birem und Trirem anschließen, aber die haben alle Ruder. Du hast kein eigenes Ruder. Wir sind vor dem Wind schneller als die mit Ruder. Okay, aber ist dann der Wind jetzt nicht auch ziemlich entscheidend für uns? Weil wenn wir Kackwind haben, sollten wir doch nicht in Richtung Strudel fahren, weil sonst haben wir doch gar keine Geschwindigkeit, um da wieder rauszukommen, oder nicht? Da hat er recht. Ihr habt einen der 12 Winde auf eurer Seite. Das heißt nichts. Oh doch, der ist krass. Das ist ein Tornado. Ja, ist egal. Die Frage ist doch, wo er herkommt. Ja, richtig. Also macht der Wind nach da? Oder was macht der Junge denn? So, Kaukan habe ich jetzt hier hingezogen. Kaukan ist irgendwo in der Mitte beschworen oder herbeigerufen worden, damit er euch alle versorgen kann. Achso, der Leute, also, können Wind haben, wie wir wollen. Naja, dass du von ihm ausgehend radialen Wind hast. Das heißt, von der Wind. Von ihm ausgehend radialen Wind. Ja, in die Richtung hast du den Wind, du hast den Wind in die Richtung und du hast den Wind in die Richtung. Oh. Aber dann kommen wir ja so eigentlich nicht wieder da raus. Doch, doch, du musst daran denken, wir sind schneller, wenn der Wind schräg kommt. Genau, du kannst dich mit der Strömung tragen lassen und dann drehst du dich langsam raus aus dem Wind hier einmal rum und konntest. Du wirst quasi durch die Kräfte da rein katapultiert. Genau. Das macht jetzt allerdings auch Zudamins Idee wieder ein bisschen salonfähiger. Also ich glaube, der Plan ist so, dass unser profaner Kram ballert mit voller Gewucht in deren profanen Kram rein. Die bringen sich alle gegenseitig um. Unsere fetten Schiffe versuchen, die Dämonenarchen abzuschießen und wir versuchen irgendwie auf die Planbringer zu kommen, bevor diese Seite komplett tot ist. Ja, und das ist halt auch ein bisschen. Okay, pass auf, wir stimmen jetzt einfach ab. Außenseite oder Innenseite? Also ich finde, es ist auch ganz stark eine Frage davon, wer würfelt was. Na, wie hoch hast du Seefahrt? 18. Mittel. Wie hoch? Zahlen, Jemael. Du hast in deinem Charakter, wo keine Zahl Mittel. Steht. Mittel. 5. 13. 13. Passenderweise. Mirakel. Wenn Mirakel, da richtig. Wenn du also 10 Punkte drauf Mirakel kriegst. Ja, Moment, wir haben namenlose Tage. Ja, das ist eine Plus 7. Ja, und das ist kein. Nimmst du das ganze Schiff als Mirakel Plus? Nimmst du das ganze Schiff als Mit. Ja, ist nochmal Plus 5. Nimmst du das ganze Schiff als Mitbeter? Ist wieder Minus 5. Der Ort wird dir mit Sicherheit auch nochmal. Da wird dir einen reindrücken, es verrechnet sich vermutlich mit göttlichem Auftrag. Ja, stimmt. Ist machbar. Du hast noch ein Schiff, du hast Glück, du hast nicht gesehen. Du kannst sein Chibi auch ausgeben oder verbrennen für ein Crit. Hey, du kannst ja schon immer noch den Chip für den Crit verbrennen. Hat sich gelohnt. Also wir haben noch Schiffskatzen, sehen, die wir verbrennen können. Nein, haben wir nicht. Die habt ihr ausgesetzt. Sind die alle los? Wie, ja, ihr habt die ausgesetzt? Wir haben sie nicht ausgesetzt. Es geht ihnen gut, sie wohnen jetzt in einem Tempel. Ob ihr Tiriak sauft, will ich wissen. Eigentlich immer nur du. Hey, wir fahren am Strudel entlang. Warte mal, wir stimmen jetzt ab. Nee. Hier ist ein Schiff, das heißt, wir hassen Sylla. Chembael ist Kapitaner, also da gibt's nichts mit Abstimmung. Genau. Wir sind hier nicht in Torwald. Ich bin Kapitaner, ich rufe die Republik Avianda aus. Wir sind hier nicht in Belhanka. Wir sind nicht in Belhanka. Die Truppe steht nicht mehr hinter ihnen. Willst du jetzt meutern? Ja, aber sicher will ich jetzt meutern. Also, wir gehen die Erschwernisse für die Liturgiekenntnisse. Die Avianda fährt auf der Strudelseite mit, ja? Ja. Gut, denn diese Jahre.
Dann ja, darfst du mir eine, wenn du willst, Liturgie-Kenntnisprobe geben, um zu mirakeln. Mhm. Du bekommst auch Mitbeter oder Mithelfer, weil all die Geweihten, die du an Bord hast, Hesinde, Swafnir, Effard, die werden dir selbstverständlich helfen. Oh shit, du musst dir jeden einzelnen davon würfeln. Ach Quatsch. Nein, ich mein's ernst, weil die Akoluten und Geweihte dürfen ihre Liturgie-Kenntnis da reinschmeißen. Und das gibt dann nämlich auch echte, das gibt nämlich auch echte LKP über. Das ist super wichtig. Es sind 10, es sind 10 mit Zehnten Punkt. Pass auf, wir rechnen, die anderen Geweihten können wir durchrechnen, wenn wir, wenn es irgendwie knapp ist. Genau, also, würfel erstmal deine Probe. Es ist erstmal plus 7 für namenlose Tage. Okay, dann. Es sieht mir sehr nach einer Notlage aus. Großer Strudel? Kleiner Strudel. Notlage würde ich dir jetzt nicht geben, ne? Okay. Göttlicher, göttlicher Auftrag. Die Schlacht um Aventure, die Welt geht unter. Ja, aber das ist göttlicher Auftrag. Na, das ist göttlicher Auftrag. Na, warte, aber wenn sie Gefahr läuft, das Schiff zu verlieren, die Kontrolle über das Schiff zu verlieren, ist das doch definitiv eine Notlage. Naja, also. Sie mirakelt erst, wenn wir schon in der Suppe sind. Ich wollte gerade sagen, also, ja, nee, also wir sind aktuell. Hier seid ihr, da wollt ihr hin. Notlage ist dann hier hinten. Okay. Kirchlicher, göttlicher Auftrag ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das interessiert alles nicht. Wir sind nicht im Limbus. Dämonisch durchdrungenes Territorium. Auf unserem Schiff, ja, nein? Auf dem Schiff nicht, aber ganz in der Nähe. Warte, warum? Wir sind nicht in der blutigen See. Doch, natürlich ist das blutige See. Seit wann ist das blutige See? Naja, seitdem die Plagenbringer hier ist. Und Bahamut. Fein, mach weiter. Okay, dämonisch durchdrungen. Dann, namenlose Tage hatten wir schon eingerechnet. Greift ordnend harmonisch ins Weltgeschehen ein. Sicher. Diese eine Probe? Richtig. Die ganze Aktion. Okay. Die Probe dient ja einem Ziel. Ja, gebe ich euch. Ist okay. Jeden Punkt wird hier gefeilscht. Ja, ja. Sind wir eigentlich auf der Karte das letzte Gefecht? Wir sind aktuell bei einer plus 2. Wir haben jede Menge Mitbeter. Das heißt, wir sind bei einer 3er Erleichterung und da haben die Geweihten selber noch nichts gemacht. Ja, RIP? Jalan hier wäre der die Sache schon, das Schiff schon geschaukelt. Das sind 18 Punkte. Ich kriege nochmal 3 drauf. Wegen Nähe zur Gottheit. 5 plus halbe sind das dann. Genau. 16. Okay. Und die kommen auf Seefahrt drauf. Das sind echte LKP, Mann. Krasse Probe. Dann hast du 13 plus 16? Mhm. Stehst du da selber an dem Steuer jetzt, oder? Ja, muss wenn ich würfle, offensichtlich ja. Ja, du kannst keine anderen Leute mir makeln. Ich meine, Steuermann ist ein Ding. Ich habe jetzt mit der Kapitän-Spezialisierung gewürfelt, also gebe ich wohl die Befehle. Okay, gut. Aber soll mir genügen. Also es ist eine Seefahrtsprobe, die du mit 18 geschafft hast. Ob das jetzt du machst als Steuermann oder als Kapitän, das ist mir egal. Damit bekommst du das zumindest dirigiert. Du stehst oben neben dem Horasier, rufst, brüllst deine Befehle, die dann nach oben gesetzt werden. Die Leute, die oben in den jetzt endlich im Wind stehen und auch was machen können, die Bogenschützen stehen selbstverständlich auch an Bord, haben ihre Pfeile aufgelegt, die Armbrustschützen. Jeder blickt eben auf den Feind, der sich da noch irgendwann nähert. Das ist zwar noch eine gewaltige Entfernung, die ihr dann segeln müsst, aber gemeinsam könnt ihr euch dann in diesem Verbund dem Ganzen nähern. Es ist eine Meile, eine zweite Meile, eine dritte Meile, während ihr zusehen könnt, wie die Hauptstreitmacht mit brutalen Manövern aufeinander zufährt. Und dann könnt ihr es knallen hören. Allerdings nicht von Leuten, die aufeinander schießen, beziehungsweise von eurem Bund der Wogen gegen die Urtiefen, sondern ihr könnt erkennen, wie sind das? Das sind die verdammten Piraten aus dem Süden, Charypso. Ihr könnt erkennen, wie die Talukken aus Charypso jetzt auf die Alanfana schießen. Es knallt.
und plötzliches Chaos in euren eigenen Reihen. Und während ihr es noch nicht ganz verstanden habt, ihr habt die Hauptschreitmacht durch den Strudel, habt ihr gut Geschwindigkeit aufgebaut, überholt. Ihr könnt sehen, wie Vautor unter euch pflügt. Die Highreiter könnt ihr erkennen, die Edwige von Hummergraben und das kehlige, raue Brüllen der Bornländer. Ihr könnt die Sulman erkennen, wie sie dort mit ihren Djinn aktiv ist. Von Boltax zumindest ist oben an Deck keine Spur. Die Plagenbringer weiter noch abgeschlagen. All die anderen kleinen Archen haben sich nicht unbedingt angeschlossen. Die Dabuk da könnt ihr aktuell noch nicht sehen. Die soll ja wohl noch weit entfernt sein. Aber ihr könnt zwei kleine Archen erkennen, die sich wohl erst vor kurzem als Sprössling abgespalten haben. Und immer noch an ihrer Mutter dranhängen, dranbleiben. Irgendwo in der Nähe der Seeschlangen. Die Goldmorgen-Tarantel und auch die Knochenotter scheint das alles nicht zu interessieren. Die wollen fressen, jagen. Ihr seid nur eine kleine Gruppe aus wenigen Schiffen, aus Spezialisten, die aber auch nichts bewirken. Und dementsprechend ist das egal. Und gerade jetzt, wo die Talukken gegen die Trirem schießen, die Charypsor-Piraten gegen die Alanfana und sowieso Chaos ist, da treffen die Schiffe aufeinander. Und auch ihr umrundet die ganze Szenerie. Ihr seid zu weit entfernt, um eigene Schüsse abzugeben. Boltax. Ja. Du stehst unten im Herz der Sulman, dort wo Shannars Spiegel aufgebahrt ist. Das Artefakt, was all die anderen Artefakte im Zaum hält. Eine Beschädigung oder ein Raub würden die Sulman sehr leicht außer Gefecht setzen. Und so starrst du auf die spiegelnde Oberfläche. Du siehst, wie auf der Oberfläche bzw. hinter dem Spiegel breiten sich Kraftlinien aus. Matrix, die du erkennen kannst, wie eine Verbindung zu all den Artefakten, die um mich herum sind. Und auch zu dir und zu all deinen Artefakten, die du bei dir trägst. Auch zu dir wird durch den Spiegel eine Verbindung aufgebaut. Und dann kannst du es rucken hören. Irgendetwas ist wohl auf der Unterseite angedockt. Ja, ich würde mal lauschen, ob ich irgendwas weiteres höre. Ein scharrendes Geräusch. Und dann ein Puffen. Ich glaube, ich habe hier was gehört. Hallo? Ein weiteres Puffen. Dein Schiff wird plötzlich langsamer. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir haben hier was. Alarm! Leute! Du blickst dich hilfesuchend um. Die Tür zu dem Raum, in dem du dich befindest, ist geschlossen. Und dann explodiert sie. Du wolltest sie gerade öffnen, sie explodiert dir kurz vor den Händen. Du siehst, wie ein Feuer-Djinn, Branzarouche, ausgelöscht wird, vergeht, zu Staub herunterrieselt, als Aschewolke, einfach neben dem Spiegel. Der Spiegel selbst ist ein bisschen rußig geworden und dann Branzarouche vergeht. Du bekommst 3W6 Schadenspunkte. Nee, es sind Holzsplitter der Tür, die dir teilweise in den Arm stecken, teilweise auch der von Branzarouche. Dann kannst du eine wallende Gestalt erkennen, die mit schlurfenden Schritten auf dich zukommt. Du siehst unter der Kapuze glosende blaue Augen aufleuchten. Ich schaue mir die Gestalt an. Ist das derjenige, von dem ich denke, dass er es ist, von dem wir schon so viel gehört haben, den wir aber noch nie selbst gesehen haben? Ist es ein goldener Mar? Er hat eine menschliche Gestalt. Du kannst die gläserne, wächserne Haut nur erahnen unter der Kapuze, aber es ist ein Mensch oder ein Mensch gewesen. Er stinkt auch bestialisch, nicht nur nach Unwasser oder nach Leichengeruch. Da ist so viel mehr darin. Aber diese glosenden Augen, die dich erblicken, dahinter ist mehr. Die Augen, der Spiegel zur Seele,
Du weißt es intuitiv. Das muss Morudal sein. Ich würde ihn fixieren, ob ich irgendeinen der Ringe sehe, den er trägt. Du siehst alle vier Ringe. Unter der Kapuze kannst du sie erkennen. Sie leuchten leicht auf und auch sie verbinden sich mit dem Spiegel. Du siehst links und rechts am Arm und an den Beinen diese Ringe. Ja, dann... Ich versuche nicht allzu überrascht zu sein. Natürlich bin ich überrascht, dass Morudal hierher gekommen ist. Ich dachte, hier wird jetzt, weiß ich nicht, irgendeine Arche oder irgendein Dämon erscheinen. Aber dass Morudal höchst selbst herkommt, habe ich nicht erwartet. Nichtsdestotrotz wird eine Dunkelheit zaubern, die mir vermutlich nichts bringt, aber wissen wir nicht. Und dann versuchen, einen der Ringe anzugreifen. Denn immerhin habe ich ja meine Dolche, die genau dafür ausgelegt sind. Also, ja, okay. Schauen wir mal. Würfel deine Dunkelheit. Beginnen einen Magierkampf. Du würfelst deine Dunkelheit, sie erscheint auch, du kannst aber spüren, also du siehst ihn zwar noch, weil die Dunkelheit nur dich betrifft, du merkst, wie Wasser sich formt, durch das Holz der Sulman gedrückt wird mit aller Brutalität und deine Dunkelheit weggeschwemmt wird. Sie haftet am Wasser. Und dann merkst du, wie er wohl mit seinen Fingern einen Kreis formt und plötzlich legt sich das Wasser um deine Kehle und drückt zu. Es ist scharf. Ich würde gerne aus meinem Stab den Schild gegen Dämonen rausziehen in einer freien Aktion. Der hat insgesamt... Also der ist in der 50er-Kammer drin, der ist richtig groß. Das war die größte Sache, die ich da reingelegt habe. Ja. Der hat insgesamt 153 Trefferpunkte. 153 Trefferpunkte gegen Dämonen? Ja. Mhm. Gegen Zauber? Ich gehe davon aus, dass das Wasser Unwasser ist. Also ich habe... Zauber. Ich habe es jetzt gegen Dämonen gerichtet. Okay, du tockst, während dieses scharfe Wasser durch deine Kehle schneidet, tockst du mit deinem Stab auf den Boden. Du hoffst, dass der Armatrutz aktiviert oder dein Guardianum. Nicht Armatrutz, genau. Dein Guardianum aktiviert und schmeichelnd legt sich die Matrix dann auch über dich. Das Ding kommt weiter auf dich zugeschlurft. Du siehst wohl eine Art Lachen, dabei reißen seine Lippen etwas auf. Ich bin kein Dämon. Das hatte ich fast schon befürchtet. Ja, gut, dann Zwingtanz. Verkürzt. Wenn er kein Dämon ist, kann ich ihn vielleicht zum Tanzen bringen. Gegen Dämonen ist übrigens nur eine zusätzliche Variante, ne? Der Guardianum wirkt auch genau, der normal wirkt weiter. Auch. So, dann habe ich nur nicht so viele Schildpunkte. Dann sind das nicht so viele, aber ich dürfte halt trotzdem erstmal von dem Zauber verschwunden bleiben. Also die Schildpunkte sind halt gleich, ne? Also, aber die werden nicht nur anders abgezogen. Genau, richtig. Achso, ja gut, okay, ja. Alles klar. Gut, dann Zwingtanz, insgesamt drei Aktionen. Gib ihm. Das sieht nicht gut aus, damit werde ich seine MR vermutlich nicht... Nee, seine MR ist leider höher. Das ist tatsächlich so. Verdammt. Du hast natürlich richtig starke THWs. Und gegen normale Gegner hilft das, gegen Morudal hilft es nicht. Du bringst den Zwingtanz durch, merkst wohl, wie er weiter auf dich zuschlurft und dann direkt vor dir stehen bleibt. Er betrachtet dich und du siehst auch, wie Unwasser in seinen Augen hindurch rauscht, beziehungsweise durch seine gläserne Haut, leichten goldenen Schimmer in seinen Augen. Du bist auserwählt. Das bin ich wohl. Er steht in Reichweite von mir. Er steht in Reichweite von dir. Alles klar. Dann mache ich was man im Magierkampf normalerweise nicht macht. Ich greife ihn mit meinem Titanium-Dolch an. Und zwar nicht ihn, sondern den Ring. Den Ring? Also einen der Ringe, der er trägt. Ja, weil, okay. Mhm. Das ist das Artefakt, auf das haben wir es abgesehen. Es hieß ja, das wäre das entsprechende würde Ziel. Viel, ja, richtig, genau. Ronga hat es zumindest damals versucht. Beziehungsweise Kasim. Dann gucken wir doch mal. Ich weiß gar nicht. Ich führe das ja über Raufen. Wie war das mit einem Wuchtschlag? Den kann man da reinlegen, oder? Ich habe die entsprechende Sonderfertigkeit. Das ist gerade und Find gerade und Ich würfel erstmal ganz normal an. Würfel einfach mal, ja.
Raub durchgeht. Fünf. Ja, das wäre ziemlich gut sogar. Damit würdest du auch den... Gib mir mal den Schaden. Ja. Oh, 13 Maximalschaden. Nicht schlecht. Du schneidest durch seine gläserne Haut wie durch Butter und siehst, wie... Du hast den Ring nicht zerstört, aber er fällt zumindest nach unten. Dann siehst du, wie seine Hand nachwächst, aber nicht zu einer Hand, sondern zu einem Tentakel. Und zusätzlich zu diesem... der Wasserring liegt immer noch scharfkantig um dich herum, allerdings geschützt durch den Guardianum. Gut, aber jetzt legt sich dieser Tentakel um deinen Hals herum, zusätzlich zieht sich zu, drückt und drückt und drückt und dann schlägt er dich mit all seiner brutalsten Gewalt auf den Spiegel. Dein Kopf auf den Spiegel. Ja, da werde ich wohl nichts machen können. Ich kann ja nicht gegenhalten. Kann ich den Angriff parieren? Ich meine, der greift mich ja immerhin mit einer, oder ist das nicht möglich? Doch, du könntest im Prinzip, könntest du auch parieren. Also du schneidest im Prinzip dann nach seinem Aquatentakel. Ja. Aber ja, warum nicht? Kannst du machen. Spielen wir einfach mal. Oh! Da bin ich einmal im Kampf und auf einmal würfel ich gut. Ja, ich ja hast ja auch zumindest Dolchwerte. Er drückt und drückt und schlägt dich dann zumindest einmal auf den Spiegel. Dann zuckt deine Hand nach oben, du durchtrennst den Tentakel, blickst dich um und du stehst nicht mehr in der Sulman. Was ist hier los? Was? Wo? Wo bin ich? Du blickst auf den kaputten, zerstörten Spiegel, Risse. Auf der anderen Seite kannst du ihn erkennen, verzerrt. Aber du bist auf der Innenseite des Spiegels. Ruhig, Boltax, ruhig. Dein Gedächtnis spielt dir gerade einen Streich. Das sind die namenlosen Tage, sowas kennst du doch schon. Durchatmen. Und jetzt würde ich mich mal versuchen zu orientieren und umzuschauen. Während du dich umblickst, kannst du erkennen, wie deine Tätowierung auf deiner Haut aufleuchtet. Oh. Die Sanduhr. Das hätte ja so kommen müssen. Du kannst sehen, wie die Sanduhr zerbrochen ist und der Sand mittlerweile rausrieselt aus deiner Tätowierung. Also gut, Eskatet, dann zeig dich. Ich bin hier und du vermutlich ja auch. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Du kannst ein junges Mädchen erkennen mit bleicher Haut und einem roten Mantel drüber gestreift. Du hast dich gegen Mordar gewandt. Nun, er hat sich gegen uns gewandt. Es spielt jetzt doch keine Rolle mehr. Der Spiegel ist zerbrochen, nehme ich an. Der Spiegel ist zerbrochen. Die Sulman vernichtet. Und du mit ihr. Und doch stehe ich hier. Es fühlt sich nicht an, als wäre ich vernichtet. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir mittlerweile in deiner Domäne sind? Blick dich doch um. Was siehst du? Außer Schwärze kannst du einen hellen Punkt wahrnehmen. Vielleicht so etwas wie eine Sonne, würdest du meinen. Aber sonst ist da nichts. Ja, ich würde meine Augen zusammenkneifen und langsam darauf zugehen. Nun, hauptsächlich Schwärze und Dunkelheit. Eigentlich ziemlich anders als die letzte Niederhölle, die ich besucht habe. Das hier ist generell anders. Ist nicht so wie Charybdoroth, oder? Nein, ich bin nicht so wie Charybdoroth. Und ich bin auch nicht so wie Satinaf. Das habe ich auch nicht angenommen. Nun, warum hast du mich hergebracht? Weil du aus dem Spiel genommen werden musstest. Ich verstehe. Ich dachte es mir schon an Shelvins Thron. Mit dem Auserwählten. Die anderen haben es für Prahlerei gehalten, aber das war ja das, was die Gigantin mir gezeigt hat. Die elementare Macht ist das, was du fürchtest, oder? Ich fürchte nichts. Nun,
Furcht ist etwas überzogen, aber das, was dir einen Strich durch die Rechnung machen kann, das, was Murudal gegenüber vielleicht noch eine Chance gehabt hätte. Murudal wird siegreich sein und die Welt wird vernichtet. Und am Ende triumphiert nicht Charybdoroth, sondern ich. Ich habe vieles verstanden, aber was ist dein Endziel? Was hast du hiervon? Was gewinnst du? Die Zeit wird aufhören zu existieren. Dann habe ich gewonnen. Nun, die Zeit wird aufhören zu existieren. Wieso hast du dann gewonnen? Ich verstehe es einfach nicht. Wenn die Zeit aufhört, hörst du dann nicht auch auf zu existieren? Oder hast du einen derartigen Todeswunsch? Sie lächelt dich nur an. Was ist dieser helle Punkt dort vorne? Es ist Feuer, nicht wahr? Aber ein Feuer. Es ist kein elementares und kein dämonisches Feuer. Beides habe ich mittlerweile genug erlebt, um es begreifen zu können, aber dieses Feuer ist anders. Shasnabar. Einer deiner Beinamen, nicht wahr? Herrin der Feuer von Shasnabar. Nun hätte ich mir eigentlich denken können, dass man das hier in deiner Domäne findet. Nun, Esketet, ich habe angenommen, dass wir uns treffen. Früher oder später. Und ich bin hier nicht ganz unfreiwillig. Ich habe die Sanduhr damals an mich genommen. Ich habe den Pakt mit dem Eis geschlossen. Und in diesen Momenten habe ich einen Schimmer gesehen. Etwas, das mich vorantreibt. Und etwas, das mich auf diesen unausweichlichen Punkt hinzusteuern ließ. Nun, die Kälte, die Zeit, die gerinnt oder gar gefriert, die Sanduhr, Stagnation, sei es wie es ist. Und dann war ich auf der Vulkaninsel Sorak. Und weißt du, was ich da gesehen habe? Es interessiert mich. Warum hast du keine Angst? Die Angst ist vergangen, als ich diese Tätowierung gehalten habe. Seltsam, nicht wahr? Seitdem sehe ich die Dinge sehr viel klarer, seit dem Pakt mit dem Eis. Aber auf Sorak habe ich etwas anderes gelernt. Am Anfang war das Feuer, zumindest für uns Zwerge. Und am Ende wird das Feuer sein. Mit Feuer hat alles begonnen und in Feuer wird es enden. Ich würde gerne die Scherbe von Gloss draus holen, die ich von dem guten Diamantis bekommen hatte, die er damals auf Sorak erhalten hat. Okay. Und dann als Hochzeitsgeschenk an mich übergeben worden ist. Ja. Normalerweise kommt in Niederhöllen kein Feuer vor. Im Limbus auch nicht. Elemente sind hier nicht vorhanden. Was ist das? Das ist ewiges Feuer. Ingrim, Angrosch, wie immer man ihn nennen mag. Persönlich hat es angefertigt. Dies ist von solcher Macht, dass ich dein Feuer beherrschen kann. Ja, ich würde gerne ein Ritual aus meinem Ring wirken, und zwar Herrschaft über die Flammen. Und zwar würde ich gerne das Feuer von Shasnabar in der Scherbe von Glost versiegeln. Okay, kann man mal versuchen. Ritualprobe. Kann das Ritual machen? Ich kann Feuer nehmen und irgendwo anders hinpacken. Und ich denke. Das ist aber einfach Feuer, oder? Steht nur Feuer da. Ja, aber die Flammen von Shasnabar sind Marschflammen. Oder göttliche Flammen vielleicht sogar. Ja, würfel einfach mal deine Probe. Ja. Also, das Ritual hat das natürlich nicht vorgesehen, aber. Man weiß die nicht. Scherbe von. Also, er sperrt sie auch nicht irgendwo ein, sondern die Scherbe von Glost, ne? Du bist wohl noch entfernt, wirkst aber dein Ritual. Es dauert, es ist zeitlos. Zeit spielt keine Rolle. Während du immer noch im Hintergrund auf der anderen Spiegeloberfläche Murudal erkennen kannst,
Und dann nimmst du es und sperrst es in das kleine Bruchstück der Sonne von Tarun ein. Du siehst, wie es grün leuchtet. Mit Feuer hat es begonnen. Mit Feuer wird es enden. Dann hebe ich eine von den Spiegelscherben auf. Nun, ich glaube, jetzt bin ich der Wächter. Alles um dich herum wird dunkel. Du hast das Licht gefangen im Bruchstück. Aber ansonsten ist alles dunkel. Und auch der Spiegel vergeht. Du weißt nicht, was mit dem kleinen Mädchen passiert ist. Hesketet kann man nicht besiegen. Aber du hast ja das Feuer von Shasnabar genommen. Und bist auf ewig gefangen.